So, Freunde, das war mal ein Abend zu Hause. Jetzt geht's wieder los. Die Arbeit ruft. Guckt mal hinter mich. Ja, genau das ist das Motto von heute. Aber leider ist es nicht so. Also, wir fahren jetzt nach Dingolfing, laden das Leergut ab und dann gucken wir mal, was noch geht. Bis jetzt habe ich noch keine Info. Werden wir schon noch rauskriegen. Also, meine Lieben, fahren wir erst mal los. So, Freunde, dann lasst uns mal loslegen. In Dingolfing warten sie auf das Leergut. Drei Hub habe ich drauf, also 21 Gestelle. So, bin ja gespannt, was danach dann geht. Bestimmt entweder wieder laden dort oder in Ingolstadt laden, eins von beiden. Ich habe ja auch noch die Paletten hinten drauf, die 19 Stück. So. Komisch, ich fahre schon 89, ne? Da muss er ja mindestens 92 fahren, um so schnell an mir vorbeizukommen. Und dann so kurz vor mir rein und dann muss er bremsen und dann passieren die Unfälle. Das ist typisch. Ja. So, 11.50 Uhr sind wir unten. Das ist doch eine gute Zeit. Dann machen sie gerade Mittag, da kann ich in aller Ruhe das Auto aufmachen. Na gut, dann schauen wir mal, wie das da unten jetzt läuft. Und dann entscheiden wir, können wir in Elsnitz entscheiden, ob wir noch nach Frankenberg fahren oder nicht. Lenkzeitmäßig müsste es eigentlich drin sein. Und ich weiß ja noch nicht, was ich dann morgen mache, wenn ich in Frankenberg fertig bin. Also könnte mir das
nämlich auf die Füße fallen, dass mir die Stunde 15 fehlt, die ich nach Frankenberg fahren könnte noch. Und das riskiere ich lieber nicht. Ja, guck mal, schon fast bis auf der Autobahn fertig. Da unten, wo der Turm ist, da ist nämlich dann schon die Autobahn quer rüber. Da seht ihr so schon die Autobahn. Theoretisch kann man sie hier schon sehen. So, dann fahren wir nämlich jetzt hier einfach runter. Und einmal rundherum und dann sind wir schon fast auf der Autobahn. Und da sind sie ja schon, bauen sie ja schon weiter. Also ich denke mal, das wird dieses Jahr noch fertig, das Stück bis zur Autobahn. Müssen wir jetzt hier links und dann gleich wieder im Kreisverkehr rechts. Sehr gut. Das war eine Nachricht vom Herrn Kautz. Andreas, ich grüße dich. Mal, wie weit die hier schon sind. Schon fast fertig. Es geht bestimmt nur noch um die Anschlussstelle an der Autobahn, denke ich mir mal. Steht einer rum. Ja, das ist nur noch, ich denke mal, 2 Kilometer, was sie da fertig machen müssen. Unten ist es schon der Autobahn, seht ihr so? Das ist nicht mehr lang hin, bis das Stück dann fertig ist, inklusive Anschlussstelle, denke ich mir. Davon ist es nämlich schon. Die bauen nur noch die Anschlussstelle fertig und dann kann man da nämlich schon drauf fahren. Das ist auch neu hier alles. Das haben sie auch alles neu gemacht hier. Sehr schön. Und die Anschlussstelle, die ist dann da vorne.
mich dann beim Hochfahren plus 11 passen. So, Landeanflug. So, was ist denn da los? Wer steht denn da? Da fahre ich doch erstmal auf den Parkplatz. Nee. Jetzt gucke ich erstmal, ob einer drin steht. Nee, der ist gerade raus. Ha, habe ich Glück. Also kann ich rein. So, meine Freunde, jetzt fahren wir nach Frankenberg. Jetzt geschwitzt, mein lieber Mann. Alter Franz. So. Puh. Klatsche, klatter, nass. Mein schönes, frisches T-Shirt. Heute früh frisch angezogen. Das ist schon wieder klatsche, klatter, nass. Das kann ich nachher schon wieder ausziehen und noch ein frisches anziehen. Also ich brauche hier in der Woche, wenn es langt. Ne, fahrt ihr mal. Wir wollen alle bei Grün drüber. So, und dann laden wir nämlich morgen in Gera für Ingolstadt bzw. Neuburg. Im Rundlauf. Das heißt, morgen ist Donnerstag. Freitag oben abladen. Ne, da bin ich ja gespannt, was dann Freitag noch geht. Auf jeden Fall nicht Dingensbummens hier. Wie heißt's? Na, sag schon. Sag, Emden. Weil wenn ich am Freitag in Gera ablade,
komme ich ja nicht mehr bis hoch nach Emden. Und das werden sie nicht riskieren. So. Jetzt geht's auf die Autobahn. Da können wir wieder schneller fahren. So ein blöder Reim. Muss aber sein. Ach nein. So, jetzt sind wir gleich auf der Autobahn. Oh, Alter, hab ich geschwitzt. Es ist aber auch eine Wärme, 29 Grad, ne? Ja, da fahren wir jetzt noch bis Frankenberg und dann ist schön Feierabend. In Frankenberg morgen früh um 6:30 laden wir ab. Sind wir um 7 fertig. Sind wir kurz vor 9 in Gera. Passt. So, also Leute, bei mir ist jetzt der Riemen runter. Ich fahre jetzt nicht mehr links rüber, wenn einer rein will. Schluss, aus die Maus. Ich finde es immer wieder unverschämt, wenn du einen reinlässt, fährst links rüber, lässt einen rein und dann lassen sie dich nicht vorbei, dann geben sie Gas. Wenn mich einer reinlässt, dann tue ich verlangsamen, lass den vorbei, lass ihn wieder einscheren und wenn ich dann immer noch schneller bin als er, dann kann ich ihn ja wieder überholen. Ist ja kein Ding, aber ich habe ihn erstmal dann vorbeigelassen und fuhr mir wieder rein. Aber es gibt eben Kollegen, die lässt rein auf der Auffahrt und dann lassen die dich nicht vorbei. Dann geben die Gas und geben die Gas und geben die Gas und dann zwingen die dich 2 Kilometer, 3 Kilometer neben denen herzufahren und letztendlich gehst du wieder vom Gas und scherst hinter denen ein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Riemen ist runter. Der Käse ist gegessen. Ich lasse niemanden mehr rein. Müssen sie halt bremsen auf der Auffahrt. Tut mir leid. Wenn es solche Kollegen immer noch gibt, die dich dann nicht vorbeilassen. Und da gibt es mehr als genug davon. Müssen halt die paar wenigen, die dich vorbeilassen würden, dann auch mit drunter leiden. Haben sie Pech. Tut mir leid. So, na dann wollen wir mal einen kurzen Zwischenstopp machen in Oelsnitz. Gleich mal hier eine Dreiviertelstunde Pause machen.
Und dann düsen wir noch nach Frankenberg. Und in Frankenberg schlafen wir dann. Naja, war aber auch grenzwertig, Kollege. Mal gucken, ob noch jemand da ist. Ja, die Fenster sind noch offen. Da kann ich ja noch hoffen. So, mal gucken, wo ich mich hinstelle. Am besten gleich hier zwischen die zwei dazwischen. Na, der lange steht aber blöd da. Ach, da steht ein Hänger dazwischen. Ne, da stellen wir uns auf den Berg. Da stellen wir uns auf den Berg. So. Auf dem Berg ist ja genug Platz. Basteln da dran rum an dem langen LKW. Schau an, schau an, schau an. So. So, Freunde. Jetzt machen wir erstmal eine Dreiviertelstunde Pause. Ohne Pause. Freunde, jetzt düsen wir nach Frankenberg und dann ist Feierabend. So, rund um den Kreisverkehr. Ach, den haben sie aber auch irgendwie. Nee, haben sie nichts geändert. Das ist schon immer so. Ich dachte, den haben sie größer gemacht. Nee. So, und da bin ich ja gespannt, ob wir jetzt ein Plätzchen finden zum Hinstellen oder ob schon welche dastehen. Also zwei passen locker hin. Dann muss ich gucken, wie rum ich mich hinstelle. Zur Not kann ich mich auch hier auf den Parkplatz stellen, zur allergrößten Not. Das wäre auch kein Thema. Das kriegt man auch noch hin. Und dann zurückfahren morgen früh. Das wäre auch keine große Sache.
So, sind wir gleich an der Tankstelle. Da ist es doch schon. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt bin ich ja gespannt. Nee, steht keiner da. Das ist ja gut. So, mal gucken, wie wir jetzt hier fahren. So, meine Guten. Haben wir es doch locker in der Schichtzeit geschafft, dass wir nochmal 11 Stunden Pause drauf kriegen. Also, ich war ja vorhin in Oelsnitz und habe mir vom Danny, der unser Fuhrparkleiter ist, mal durchgucken lassen mit meiner Wischwaschanlage hier am Scheibenwischer, die Spritzwasser-Dings, das ging ja nicht. Und da haben wir mal den Schlauch auseinandergezogen miteinander und er hat mal durchgepustet, also da an der Stelle, wo das Rückschlagventil drin sitzt, haben wir es mal auseinandergezogen. Er hat es mal durchgepustet und da kamen richtige blaue Batzen raus. Wo auch immer die herkommen. Ich habe schon vermutet, dass vielleicht sich irgendwie das Scheibenwaschmittel irgendwie zersetzt hat, aber er hat gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil das ja irgendwas mit Alkoholisches ist, also das ist nichts, was jetzt irgendwelche Schundware ist, sondern das ist schon qualitativ gute Ware. Also daran kann es nicht liegen. Er hat gesagt, vielleicht ist ja jemand, der dich besonders liebt, der dir irgendwas in die Anlage gesetzt, geschüttet hat, dass sich das Zeug zersetzt. Oder irgendwas, was sich selber zersetzt in der Anlage. Also ich muss es jetzt mal weiter im Auge behalten, ob es wieder spritzt oder nicht spritzt, und dann müssen wir mal gucken, an was das liegt. Also jetzt hat es erstmal wieder gespritzt und geputzt. Ihr seht ja auch, die Scheiben waren sauber. Oder ihr habt es gesehen. Ja, und soweit wollte ich euch das erstmal berichten. Also scheint da irgendjemand zu sein, der mich besonders liebt, eventuell, der mir da sowas ins Dings kippt. Solange sie mir nichts in die Tanks kippen, ist mir das eigentlich wurscht. Obwohl die Scheibenwaschanlage auch wichtig ist. Na gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir stehen jetzt hier in Frankenberg. Morgen früh um 6:30 laden wir ab. Das heißt also, um 6 geht's hier los. Oder 6:45, so in der Dreh rum. Schauen wir mal. Wir werden das Kind morgen schon schaukeln. Und dann geht's nach Gera anschließend. Drückt mir den Daumen, dass morgen alles gut klappt. Und dann sehen wir weiter. Also dann bis später, meine Lieben. Tschüss. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ach, so ein Quatsch. Stau- und knitterfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ich bin durch die Hitze total hinüber. Ich gehe mir jetzt in Lidl Brötchen holen. Der ist gleich hier hinten. Habt ihr ja gestern gesehen, dass der hier nicht weit weg ist. Also bis später, meine Lieben. Bis morgen. Nicht bis später. Habe ich schon gesagt, Stau- und knitterfreie Fahrt? Egal. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss.